mir raus. So, ich schaue da hoch. Ladies and Gentlemen, please welcome the Schwäbische Hall Unicorn! I mean, for you, man, my legs are shaking. I am. So where should this go? Table? In the middle? Yeah, where should it go? You like that, Sven? Here we go! Ja! So, die Mannschaft ist zum Teil schon hier oben im Ratssaal. Es dauert natürlich ein bisschen, bis alle nicht nur die Treppe hier runterlaufen, sondern da im Haus auf die Treppe wieder hoch. Just one.
Tickets to Stanford? It's gold. Thank you for the half pay, Lara. That's just too much. Appreciate you, brother. In case that phone method, your internet phone, call him, or not, call him, or not, call Ein herzliches Gott in unserer Stadt, die die geilste Fußballmannschaft hat. Wir fertig schon zu alten Zeiten, die Sieger glücklich Salz bereiten und hüteten den Schatz der Sohle, der freien Reichsstadt Alp zum Wohle. Dann wiesen sie nach altem Brauch das wohlgezählte Feuer auf. Ihm zu Ehr seit langer Zeit ist feuerrot der Siederkleid und zwiegestreift ist unsere Fahne, damit sie kühler ist und mahle. Uns allen gleichsam zum Symbole, weiß ist das Salz und grün die Sohle. Wir sind heute hier, wir tun das gern und zu grüßen die Gäste aus nah und fern und wünschen in Ergebenheit euch allen eine gute Zeit. Gesundheit! A drink to our health. Stand up. Ja. To your health. Ich habe es gerade gesagt, wir müssen zu lange reden, schwingen, denn die Fans warten auf euch. Aber dennoch lasst mir ein paar Worte an euch sagen. Nochmal herzlich willkommen, welcome back zu Schwäbisch Hall. Toll, dass ihr hier seid, dass wir so einen tollen Saal haben mit vielen Brieftüten, T-Shirts, schwarzen Hoodies. Es tut einfach gut. Und es war wirklich auch ein spannendes Spiel in dieser eigentlich meine Gefühlslage. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Potsdam immer auf dem Weg Richtung Touchdown war. Also von Potsdam nur reagieren gefühlerweise und dann hat er auch unglaublich zurückgeschlagen. Und ab dem zweiten Viertel ging es dann noch bergauf. Also Respekt, dass man immer eine Antwort hatte auf die Angriffe der Mitbewerber. Und dass man dann wirklich so zurückgeschlagen hat, so Worten gearbeitet hat, also wirklich ganz großen Respekt. Das spricht für den Teamgeist, das spricht für die Mentalität. Ganz, ganz toll, dass wir das gemacht haben. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz. Wir als Stadt, die Base und alle, die ganze Familie ist ganz stolz auf euch. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem tollen Team in German Bowl 2022. Titel, der geworden jetzt am Wochenende, sondern auch einen europäischen Titel noch, also zwei Titel dieses Jahr und das auch mit ganz einfach mit dem Messungspaper auch bei dem einen oder anderen und auch das, wie gesagt, spricht einfach für den Teamgeist und das kann man nicht hoch genug eigentlich respektieren, welche Leistung in dieser Saison
geleistet hat. Und dann, wie gesagt, noch so ein Finalspiel, ich bin immer noch vor Reden. Nochmal vielen Dank für diesen tollen Abend, den ihr in Frankfurt abgeliefert habt. Und ihr habt es euch einfach verdient. Nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, die gebührt deswegen der Empfang heute und auch der Eintrag ins Golden EU. Wir werden es so tun, dass ich mal den Anfang mache und jeder, der möchte, kann sich ins Golden EU der Stadt eintragen. Und dann wird man sozusagen hier hinten versammeln, denn wir wollen einfach diesen besonderen Moment heute auch auf Bild festhalten. Wir machen ein Gruppenfoto und dann aber geht es ab Richtung Balkon zu euren Fans, wo wir sicherlich auch noch ein paar Worte an die Fans richten wollen, die ich auch tun werde. Und dann gerne noch ein Bier schnappen und dann auch ab in die Menge zum Feiern. Und lasst euch richtig gut gehen, das habt ihr euch mehr als verdient. Vielen Dank. Gehen wir gerne mal dahin.
Podcast. Direction. All right, so Absol's gonna go outside. Okay, you need to listen for your name being called. Okay, he's gonna call you out to the balcony. Okay, some of you will go in a group. Okay, some of you are gonna go out there individually. All right, but then you'll go out there, you'll wave hello to the crowd, trophy, all that kind of stuff, and that's how we'll do that. All right, so we can all start kind of moving this way, and be sure we're listening and hearing for that stuff. Okay, now listen, the first groups will be a little random, a lot of the younger guys, some of the newer guys. And then eventually we'll get to our roster and we'll just go down by numbers. So once you see that happening, then you'll really start knowing what's going on, okay? But for the first part, okay? All right, here we go. Let's move on. Axel. Beim Taping, Stephanie Ries beim Taping und Diana Rogers. Und die nächste Gruppe ist eine ganz besondere, denn das sind unsere Academy Kids. Schüler der Academy, der Unicorns Academy beim Evangelischen Schulzentrum in Michelbach. Dort ist unsere Academy angesiedelt und die, die jetzt kommen, waren alles dort oder sind vielleicht noch teilweise Schüler und haben es geschafft, zum GFL-Team dazuzustoßen. Herzlich willkommen, Magnus Pumila, Diego Cardenas, Noel Pontiakin, Pius Rosinecki, Daniel Ahrens, Lionel Fritzen, Julius Richter und als Coach Paula Almendinger. Wir kommen jetzt zum Kern des Teams, zur Starting 62, muss man sagen. 62 Spieler habe ich hier auf der Liste und die machen wir einzeln, das haben sie sich alle verdient. Mit der Nummer 1, Bryce Nanelli. Ganz kurz vom German Bowl eingesprungen für die eigentliche Nummer 1, Jake Parker. Mit der Nummer 2, Daronta Smith. Und
Und er hat sich leider auch in der Saison verletzt, deswegen wurde seine Nummer nochmal vergeben an die andere Nummer 2, Alex Spillen. Und wir kommen zur Nummer 3, Adrian Fiedler. Mit der Nummer 4, Tobi Löffler. Und die Nummer 5, Mr. Tyler Rutberg. Die Nummer 6, was soll ich sagen? Mr. Cody Pasquarino! Und die 7, Momo Schiene! Mit der Nummer 9, Giuseppe Della Vecchia. Die Nummer 10, Backup Quarterback Slack, James Slack. Und begrüßen wir den MVP des German Bowls 43, Mr. Riley Hennessy. Und wir kommen zur Nummer 13, gestern mit dem so wichtigen Kickoff-Return-Touchdown im ersten Viertel, Joshua Haas. Und die Nummer 14, Timothy Schürmann. Die Nummer 15, auch mit einer Riesensaison, Lars Kozlowski. Und wir kommen zur Nummer 27, die reaktiviert wurde für die Punts. Eigentlich Coach, aber wir haben ihn auch gerne auf dem Feld gesehen, Felix Brenner. Mit der Nummer 27. Wir sind gerade ein bisschen aus der Reihenfolge, aber so steht es auf meiner Liste. Tut mir leid. Felix, komm. Komm mal zurück in die Reihenfolge. Sorry, Felix. Mit der Nummer 18, Ari Minton. Mit der Nummer 21, Christian Köppe. Und die 22, Mr. Mikey Alfieri. Die 23, Niklas Lux. Und
Meter 24, Mitch Fittig. Es kommt mit der 25, Mike Gentini. Und jetzt einen ganz besonders lauten Applaus für ein Geburtstagskind, die Nummer 28, Jan Klenk. Mit der Nummer 32, Louis Bach. Und die 33, Raphael Gardoni. Die 35, Dennis Fillinger. Die Nummer 36, Mr. Nick Alfieri. Mit der Nummer 37, Nils Feuchter. Und die Nummer 38, Flavio Zanardi. Die Nummer 40, David Döpfner. Okay, der kann leider nicht kommen, der David. Dann kommen wir zum nächsten mit einem wieder besonderen Applaus, weil heute auch Geburtstag, die Nummer 44, Ben Spieß. Und wir kommen zu 45, Tai Tashinoglu. Die Nummer 46, Andreas Puri. Die Nummer 47, Henry Bendel. Und die Nummer 48, Simon Baumgartner. Die Nummer 50, David Miletic. Und die Nummer 53, Hagen Kraus. Mit der Nummer 54, Alexander Christ. Die Nummer 55, Alessandro Vergani. Und mit der 57, Marlon Wirtmann. Die Nummer 58, Dominik Lichti.
Und die Nummer 60, Marvin Biegert. Mit der 65, Lukas Immel. Und mit der 67, Ruben Debus. Mit der 68, Jens Ammann. Und mit der 70, Benno Aira. Die Nummer 73, Peter Schneider. Und mit der Nummer 74, Robert Hager. Der 76, Lukas Meyer. Und wir kommen zur 78, Moritz Schneider. Und mit der 79, Marc-Dennis Anger. Die Nummer 81, Yannick Baumgärtner. Und ebenfalls ein Riesenspiel am Samstag in Frankfurt. Mit der Nummer 84, Moritz Momo Böhringer. Er macht es so kurz wie seine Interviews. Mit der Nummer 86, Sebastian Kurrer. Und mit der 87, Julian Annerwall. Die Nummer 89, Lukas Schäfer. Und mit der 91, Raphael Zisper. Kann wohl leider nicht da sein. Dann die 92, Simon Butsch. Und da wünsche ich mir ganz, ganz gute Besserung. Gestern, vorgestern in Frankfurt sich verletzt. Und mit der Nummer 93, Tim Stadelmeier. Die 96, Rico Schösen-Matthias. Die Nummer 98, Destiny Idahi. Und last but not least, die Nummer 99, Daniel Bachmann. So, das waren die Spieler. Die kommen jetzt dann bald hier runter, können alle mit ihnen feiern. Aber da fehlen noch ein paar. Das sind die, die auch manchmal hinter den Kulissen, aber durchaus auch im Feld und vor allem im Training viel, viel Arbeit leisten. Die Trainer und die Analytics und die Filmer.
Und wir fangen an mit den Analytics und den Filmern. Friedemann Hees, Max König, Bernhard Gutermann, Nikolas Pölzenleuchter und Matthias Kerker. Come on, guys! Die Jungs sind hinter vielen Zahlen und Analysen zuständig, mit denen die Trainer dann arbeiten. Und wir kommen zu den Trainern, zunächst mal zur Defense. Für die Inside Linebacker David Zeller, Outside Linebacker Primo Lucini, Cornerbacks Tom Bauer und Safeties Gary Jäger. Einer hat noch Quelle, David Zeller, der darf auch noch schön raus. Und die erste Gruppe der Offense Coaches für die Offense Line: Christian Rothe und Florian Günther. Für die Wide Receiver Jojo Joyner und für die Tight Ends Jochen Holzinger. Und dann haben wir die zweite Gruppe der Offense Coaches, nämlich für die Running Backs Patrick Staudacher als Assistant, Mark Volz und nochmal Felix Brenner für die Quarterbacks. Und jetzt fehlen uns noch genau zwei. Warten wir erstmal, bis der Felix mit dem Foto, mit dem Fototermin fertig ist. Defense Coordinator Johnny Brenner. Offense Coordinator und Head Coach Jordan Newman. So, vielen Dank für alle, alle die in Frankfurt, die da waren. Das war wirklich wie ein Heimspiel für uns und das hat uns so viel geholfen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Absolut, vielen Dank. Auch was sehr wichtig ist, vielen Dank an alle Frauen, Freundinnen, Kinder, die uns Spieler und Coaches unterstützen, den ganzen Jahr, weil die sind so oft weg, dass wir auf so eine hohe Leistung spielen können. Vielen, vielen Dank an euch, meine Frau auch, meine Kinder auch. Vielen Dank für an ihr alle. Ja, was macht die Unicorn so besonders? Es ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir kämpfen immer weiter zurück.
Vielen Dank für euch für letztes Jahr. Das hat so weh getan, aber ihr habt uns unterstützt und das Motivation weitergegeben für das nächste Jahr. Und jetzt stehen wir hier nochmal Deutscher Meister. Was ich so gerne hören wollen, ist jetzt noch einmal ein ganz lautes, so wie wir können, alle zusammen mit unseren Spielern, ja, mit unseren Coaches, ein Unicorns Chance, das wir alle zusammen genießen können, so laut wie wir können. Unicorns! Unicorns! Ja, vielen Dank an das Team und vor allem an euch, liebe Fans, für diesen Unicorns-Chant und für das You. Und jetzt muss ich mal die Spieler hier bitten, nochmal vom Balkon zu gehen, weil da will jemand anders noch her. Zwei haben wir noch, die hier herkommen wollen auf den Balkon und auch ein paar Sätze sagen wollen. Die sind gar nicht mehr von dem Balkon wegzukriegen hier. So groß ist er dann auch wieder nicht. Ein letztes Foto von der Familie Newman. Wenn der Johnny das irgendwann mal hinkriegt. So, und dann darf ich hier zu mir auf den Balkon bitten, auf seinen Balkon, unseren OB Daniel Bullinger. Ja, hallo zusammen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dass so viele Hallerinnen und Haller, so viele Fans heute da sind, die Unicorns in ihrer Heimat wieder begrüßen. Ich habe es vorhin gesagt, es ist ein ganz tolles Team. Und die Unicorns haben eine ganz tolle Familie, die drumherum ist. Und was auch ganz wichtig ist, sie haben ganz tolle Fans. Ihr seid genauso Teil des Erfolges. Ohne euch ist dieser Erfolg auch nicht möglich. Also ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr Unicorns treu seid, dass ihr Unicorns unterstützt. Wenn man Frankfurt anschaut, also ich habe fast keine Potsdamer gesehen im Fernsehen, aber eigentlich fast nur Unicorns gesehen. Das ist jetzt selbstverständlich, dass ihr entsprechend mit eurem Team mitfahrt. Ein ganz herzliches Dankeschön auch von meiner Seite. Auch ihr bringt Schwäbisch Hall positiv außerhalb der Stadtgrenzen. Vielen Dank an euch und bleibt den Unicorns treu. Vielen Dank. So, und jetzt zum guten und wunderschönen Schluss, unsere Vorsitzende Nina Bengertsmann. Hallo Unicorns-Fans, hallo Unicorn-Town. Eine Saison bin ich jetzt hier Vorsitzende der Schwäbischen Unicorns und es war eine mega geile Saison. Und als allererstes möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen und eine mega Gratulation an unsere erste Mannschaft, die wieder Deutscher Meister geworden ist. Danke, danke, danke. Ich bin unfassbar stolz, was die Jungs geleistet haben. Ich bin unfassbar stolz auf die ganze Unicorns-Abteilung mit der zweiten Mannschaft, mit den Jugendmannschaften. Einfach geil. Und jetzt möchte ich euch bitten, gleich, wenn ich fertig ausgesprochen habe, einen riesen Applaus zu geben an die Unicorns Family, ohne die wir die Heimspiele nicht stemmen können. Danke, Unicorns Family!
passiert euch. Ich möchte mich bei, also mein Job heute ist, Danke zu sagen an alle, Danke zu sagen an die Stadt Schwäbisch Hall, mit der wir sehr verbunden sind. Viele sagen Stadt Schwäbisch Hall gleich Unicorn Town, darauf sind auch wir stolz. Und wir freuen uns, dass wir mit der Stadt so toll zusammenarbeiten. Ich bedanke mich bei den geilsten Fans der Welt. Ihr seid mega. Und ich bedanke mich bei meinem super Vorstandsteam, die uns gut eingeführt haben. Ich soll euch liebe Grüße von David bestellen, der heute nicht da sein kann. Und jetzt würde ich sagen, falls ich jemanden vergessen habe, ich bedanke mich auch bei alle, die ich jetzt vergessen habe. Hat es Sigi gesagt, soll ich sagen? feiert schön. Lasst unsere Jungs hochleben und ich freue mich auf viele, viele weitere Jahre mit euch allen. Danke, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, Nina. Und ich habe die Ehre, zum Schluss denen noch zu danken, die heute hier auf dem Marktplatz für das leibliche Wohl sorgen, nämlich die Haller Löwen Brauerei. Herzlichen Dank für das Freibier. Die erfreuliche Erzeugergemeinschaft und die Bäckerei Scholl für die 1-Euro-Wurst. Alle Helfer, die da unten am Fanartikelstand stehen und das Meisterschaftsshirt verkaufen. Und auch sonst alle Helfer, die dazu beigetragen haben, dass heute hier wieder die Marktplatzfeier stattfinden kann. Feiert doch schön! Schönen Abend und bis zum nächsten Jahr! Committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. Need to go. Consider it a challenge before the world.